Winter AD, endlich geht's nach draußen. Das Ansporteln der LG Nord hat einen festen Platz im Veranstaltungskalender des SC Tegeler Forst. Eine Woche nach der großen Eiersuche wird hier normalerweise der Frühling begrüßt, doch der April schickte fast schon klischeehaft abwechselnd Sonne, Regen und sogar Hagel. Die Leichtathleten ließen sich davon allerdings nicht abschrecken. Ja, das Ansporteln hat natürlich eher einen internen Stellenwert, ist der sozusagen der Bahneröffnungswettkampf, wo die Saison gestartet wird, die Erwartungen auch noch nicht so hoch sind, sondern die Athleten reinkommen sollen, dass wir jetzt so schlechte Bedingungen haben wie heute hier, wo also Hagelschauer sind, das ist schon eher ungewöhnlich, also richtiges Aprilwetter. Bei diesem Hundewetter war Schnelligkeit nicht nur auf der Tatanbahn, sondern auch bei plötzlichen Wolkenbrüchen gefragt. Also grundsätzlich ist es natürlich so, wir sind eine Freiluftsportart und wenn das Wetter schlecht ist, dann müssen unsere Athleten und unsere Kampfrichter und auch wir als Helfer mit diesen Bedingungen umgehen, weil das kann ja auch bei einem wichtigen Wettkampf, bei einer Meisterschaft dann mal sein, dass schlechtes Wetter ist. Also bange machen gilt nicht. Und so sah auch der Leichtathletik-Nachwuchs trotz allem die Vorteile des Draußensportels. Weil draußen ist es einfach mehr in der Natur und es macht einfach auch mehr Spaß, weil wenn man drinnen das macht, ist es irgendwie auch ein bisschen beengt. Auch wenn es zwischendurch mal kühler wurde, hatten die Kids ihre eigenen Methoden, um für den Wettkampf warm zu bleiben. Ich renne die ganze Zeit auf der Stelle und hüpfe und mache das, was mein Trainer mir manchmal sagt. Sogar der Bezirksstadtrat schaute vorbei und war voll Lobes für den Veranstalter und na klar auch für die Athleten. Wir freuen uns, mit dem SC Tegeler Forst, der LG Nord Berlin, hier einen so starken Verein im Bezirk zu haben. Da wird Jugend, Breiten, Gesundheits-, aber eben auch Leistungssport gemacht. Insofern gibt es hier von Bezirksseite großes Lob, dass trotz dieser schwierigen Bedingungen heute, Kälte, Regen, hier so eine Veranstaltung durchgeführt wurde. Positive Eindrücke trotz Wetterkapriolen. Die Athleten der LG Nord blicken dem Sommer zuversichtlich entgegen und dann gibt's auch ganz bestimmt besseres Wetter.